In den USA haben die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer begonnen. Den Anfang macht eine New Yorker Krankenschwester. Sie ist die erste, die in den USA den Corona-Impfstoff erhält. Die Impfung wird live im US-Fernsehen übertragen. Auch New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo wohnt per Videokonferenz bei. Der Pfizer-BioNTech-Impfstoff hatte als erstes Vakzin eine Notfallzulassung in den USA erhalten. Daraufhin begann eine riesige Logistikaktion, um den Impfstoff im ganzen Land zu verteilen. Zunächst sollen Gesundheitspersonal und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.